Leute, willkommen zurück beim neuen Horrorprojekt. Ja, ich habe sogar den Part schon aufgenommen. Wie dann zusammen mit zwei anderen Parts, die ich schon hochgeladen habe, aus Versehen gelöscht. Cool, also darf ich das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Und zwar spielen wir ein neues RPG Mecha Horror Game. Also das ist was ähnliches wie Creepypasta Land. Und ja, das war das Spiel Mathfather. Ich habe das Spiel, wie gesagt, schon ein Part jetzt aufgenommen. Tut mir leid. Und das Spiel ist auf Englisch. Ich werde es eigentlich in Deutsch übersetzen. Allerdings habe ich jetzt schon gemerkt, es sind echt viele englische Wörter dabei. Echt viele englische Wörter dabei, die ich nicht kenne. Tut mir leid. Ich kann also nicht wirklich alles zu 1000% richtig übersetzen, aber so ungefähr schon. Ja, bevor wir anfangen, ich möchte auch eine kleine Filmempfehlung geben, weil ich habe gerade einen Film angeschaut, der echt richtig gut war. Und zwar Unknown User. Ist ein Horrorfilm. Der hat auch keine echt gute Bewertung bekommen, aber mir hat er echt so gut gefallen. Ich fand ihn nur ein bisschen... Zwei Szenen waren ein bisschen brutal. Also wieder die... Ja, ich weiß nicht, welche Spoilers hätte ich gemacht. Das hätte ich gesagt, was ich brutal fand. Aber eine kleine Warnung vorweg. Der Film handelt nur... Also der dreht sich nur über Skype. Es gibt keine Szenen außerhalb des Computers. Aber es hat mir einfach so gut gefallen. Die Atmosphäre und so war echt geil. Und ja, hier steht auf Continue. Ja. Keine Fall geladen. Und ja, wir fangen einfach an. Und hier ist so ein Film. Ich weiß nicht, was ihr den sehen. Das sind halt nur die Macher des Spiels. Das geht, glaube ich, 3 Minuten. Ihr könnt ja vorlesen, wer das alles macht. Vorher hatte ich einfach nur... Habe ich nichts dazu gesagt. Jetzt lese ich mal den Namen vor. Production Tool. Wolf RPG Editor. Also, hab was gemacht. Weiter. Übrigens, Leute, ich habe ganz viel zu spielen jetzt gefunden. So, Mathfather, The Crooked Man, Hidden in the Shadows 2, noch mehr. Dann, Graphics, First Seas Material, Tsukimas Resources, Loose Leaf, Pixel Art World, Shinoriya. Ja, man merkt wahrscheinlich, dass das Spiel aus Japan kommt. Japan. Sound, Misutsu Kurenai, View Music, Hey / Mix Gallery. Mann, ich kann nicht alle Folies, es geht so schnell weg. Und da ist schon zu Hause, mit dem wir, glaube ich, spielen. Weiß nicht wirklich, aber schätze ich mal. Common Event. Foolfish Kingdom. Nicht Foolfish. Foolish Kingdom. Tnahito Dummy. Oder Dummy. Dummy wahrscheinlich. Font. Chipheat. Und... Ankokukubu. Bu von Dragon Ball. Oh, da hat Bu mitgemacht. Debugger. Misutsu Kurenai. Akari Ikuyama. Glamour. Sakaba no Yotapayanachi. Jonathan Abidji. Resent by Mishkreans Room. Madfather. Ja, dieses Spiel ist eigentlich echt. Bis jetzt hat es mir gefallen, was ich gesehen habe. Northern Germany Trivials Resident. Resident Evil. Ja, jetzt kommt auch erstmal von die lange Textsachen. Weiß ich, werde es gleich auf Deutsch übersetzen. Vater. Vater, bist du da drin? Vater! Ah ja, wie oft habe ich gesagt, du sollst hier runterkommen. Es tut mir leid, Vater. Aber es ist zu allein, um allein zu schlafen. Es ist zu allein? Es ist zu gruselig, um oben allein zu schlafen, meinte ich. Ah ja. Das heißt übrigens, ah ja. Hab keine Angst, du bist nicht alleine. Deine späte Mutter ist immer bei dir. Sie guckt immer nach dir, ah ja. Okay? Geh jetzt bitte wieder zu Bett. Ja, Vater. Gutes Mädchen. Ich würde jetzt immer Vater anstatt Papa sagen. Vater, morgens. Ja, ihr Jahrestag. Von ihren Todes. Das habe ich vorher auch schon überlegt. Von ihrer
von ihrem... Hä? Von ihrer Tod... Von ihrem... Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall von Mutters Tod. werden zusammen ihr Vater... was? Werden zusammen ihr Grab besuchen. Okay. Geht's bitte ins Bett. Ich warte zu lang, glaube ich. Oder ich vergeude zu viel Zeit oder sowas. Okay. Stopp! Nein! Ah, hilf mir! Hilfe! Das sagt irgendwie sofort. Ich kenne Vaters Geheimnisse. Mein Vater ist ein Wissenschaftler. Er liebt es, nachzugucken und ist nachzuforschen und ist immer in seinem Labor im Keller eingeschlossen. Mama ist fertig. Und ich höre immer Sachen vom Labor. Menschen und Tierschreie. Sogar vom jungen Alter. Ich weiß, was mein Vater tut. Das weiß ich heute nicht, was es pretendet. Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich irgendwie. Ich tue so, als ob ich nichts höre und nichts. Ja, ich tue es, als ob ich nichts höre. Da weiß ich auch nicht, was das heißt. Was heißt feindend? Irgendwas mit Ignoranz die ganze Zeit. Aber ich liebe meinen Vater. That's not the only screen. Das ist nicht das einzige Geheimnis, was ich weiß. Als Mutter und ich nicht da waren, er und seine Helfer, oder ja, Helferin. Ja, seine Helferin. Eine feine Probe. Jetzt weiß ich eigentlich, was sie sagt. Keine Ahnung. Dann sagt der Vater wieder, das kann warten. Komm, Maria. Ach, Doktor. Doktor. Sie weiß nicht von unserer Freundschaft. Hm, was macht das? Ich glaube nicht, dass sie mich mögen wird. Nee, der... Ich weiß nicht, was die Frau meinte mit... Ach, egal. Was Font heißt, weiß ich auch nicht. Ich sag ja mal, ich glaube nicht, dass sie mich magen wird. Das ist ein Problem. Das Mädchen mit 11, das ist ein grausames Alter. Bin ich mir sicher. Sei nett zu ihr, bitte. Sei sicher, dass sie nicht... Ach, was heißt harmt schon wieder? sei sicher, dass sie nicht beleidigt wird, sag ich jetzt einfach mal. Sie ist mir von größter Bedeutung. Glaube ich. Ach, Mann. Es ist Mitternacht. Heute ist der Tag, an dem Mutter zum Himmel ging. Mutter. Ich kann niemals schlafen, wenn ich an Mutter denke. Jetzt können sie auch schon rumlaufen. Jetzt können wir uns auch schon rumlaufen. Hier ist eine Box voller Erinnerungen. Und Schneeball, unser Haustier, Hasen. Ein Schrank voller Kleider. Ein Bild von Mutter. Mutter. Also wie gesagt, ich sage Mutter und nicht Mama. Was soll ich tun, Mutter? Ich liebe Vater, aber... Ed macht mir Angst. Sie ist immer... Sie schaut immer nach mir mit ihren Augen. Ich hasse sie. Also ist die Marika von der neuen Freundin von Vater. Aber ich weiß, dass Vater sie mag. Wenn Vater und sie heiraten, glaube ich, sie wird meine neue Mutter. Ich will nicht, dass sie mein... Ich will sie nicht als meine Mutter haben. Ich brauche keine neue Mutter. Es gibt nur eine Mutter in dieser Welt für mich. Mutter. Warum musstest du gehen? Ja, dann habe ich noch unseren Lieblingsteddybär. Und eine Puppe.
eine Puppe, die ich vom Vater bekommen habe. Sie ist so alt. Klick. Oh, das macht so keinen Klick mehr. Ich habe dir ein Geschenk gekauft, Aya. Ja, es ist eine Puppe. Danke dir, Vater. Was eine hübsche Puppe. Es sieht fast wie real aus, sagte ich so. Leise so. So. Dann macht die Puppe schon weg. Jetzt müssen wir noch zum Bücherregal. Jetzt können wir ja The Red Eyed Stranger. Das ist halt, glaube ich, so ein Buch. Hm? Etwas ist rausgefallen. Was ist das? Oh Gott. Gem. Ich habe ein Gem bekommen. Jetzt hier noch die Erklärung. Gems are hidden in various places. Some requires doing special events to get. You can see your gems count on the menu. Find them all and... Auf Deutsch. Gems sind in versteckte Plätze. Manche werden benötigt für special events, also für halt spezielle Sachen halt. Wird halt bestimmte Sachen passieren, brauche ich halt Gems. Ich kann meine Gems angucken im Menü. Und unten steht noch, finde alle und... Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Na? Der Raum fühlt sich kalt an. Ich bin verängstigt. Ich sollte ins Bett gehen. Genau, hier sehen wir uns im Menü. Wir speichern noch ganz kurz. Speichern Tuba nochmal auf. Erfacht.